21. Januar 2009, der erste Live-Chat bei FCB TV im neuen Jahr. Dazu begrüße ich Sie, die User, die Fans des FC Bayern München, an den Bildschirmen weltweit ganz herzlich. Und ich begrüße noch herzlicher unseren heutigen Gast, Miroslav Klose. Schön, dass du hier bist. Ja. Mit leichter Verspätung im Schnee stecken geblieben, Miro? Ja, leider. Die Einfahrt noch nicht freigekehrt. Aber jetzt geht's los. Sie kennen das Prozedere. Sie stellen Ihre Fragen. Ich leite die an den Miro weiter und er wird sie mündlich beantworten. Es gibt keine schriftliche Antwort, wie immer bei uns im Live-Chat. Live ist live, mündlich sind wir dabei. Miro, bist du bereit? Absolut. Auf die Fragen der Fans? Freust du dich ein bisschen oder ist es eine Pflichtaufgabe? Nee, ist doch was Schönes. Ich habe es ja schon öfters gemacht und natürlich freut man sich da. FCB Wolf stellt Frage Nummer 1 an den Miroslav Klose. Werdet ihr deutscher Meister? Ja gut, das kann man nie sagen, aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet und das ist wichtig, dass wir uns gut fühlen, dass wir bis jetzt in der Vorbereitung eigentlich gut gespielt haben, auch immer gewonnen haben. Nur es wird ein hartes Programm mit Stuttgart und in Hamburg. Aber ich glaube, wenn wir die zwei Spiele bestehen, dann denke ich, kriegen wir einen positiven Trend und dann werden wir letztendlich am Schluss deutscher Meister. Bleibst du bei Hoffenheim der größte Verfolger, der größte Mitkonkurrent oder siehst du da noch andere Clubs? Nein, ich denke, dass da schon Hoffenheim sicherlich in Hamburg wird da noch eine große Rolle spielen und der eine oder andere mit Leverkusen, dann glaube ich schon, dass da eine Mannschaft ist, wo länger oben bleibt. Die streiten sich dann alle um Platz 2. Genau. Seppi hat die nächste Frage. Hallo Miro, wer war denn dein unangenehmster Gegenspieler? Ich glaube, der von Frankfurt, der Wasowski heißt er, der macht schon ein bisschen Aua. Weißt du, was weh tut? Ja, bei dem musst du halt ein bisschen um dein Leben bangen und deswegen kannst du dich da nicht so auf den Ball konzentrieren, sondern musst immer schauen, wo der ist, ne? Dass der da mit einer Harakiri-Grätsche angeflogen kommt. Und international, die sind alle Ballsicherer. Ja, unangenehm, denke ich. Also ein sehr guter Spieler war der Nesta. Da habe ich mit Nationalmannschaft gegen ihn gespielt. Also der war unangenehm, weil er sehr, sehr gut war. Arlen aus Nersingen hat eine weitere Frage an Miroslav Klose. Könntest du dir vorstellen, am Ende deiner Karriere nochmal beim ersten FC Kaiserslautern zu spielen? Bis 1910 unser Reise.